Please, be strong. You are young. Achtung, Spoiler. Bruce Wayne ist eigentlich Batman. Da wir das jetzt geklärt haben, Batman ist wieder da. Diesmal haben sich unter anderem Scarecrow, Two-Face, Harley Quinn, Riddler, Poison Ivy und der Pinguin, nee, der andere, dankeschön, zusammengeschlossen, um Batman das Leben schwer zu machen. Komplett neu dabei ist der extra dafür spielkreierte Arkham Knight. Wer hinter der Maske des Superschurken steckt, wurde bisher noch nicht verraten. Wir finden den Typ aber jetzt schon saucool. Batman hat natürlich auch ein paar Tricks dazugelernt. Neben neuen Takedowns, Spezialattacken und längeren Gleitzeiten gibt's diesmal endlich den großen Auftritt des Batmobils. Eine Fernsteuerung, Speedboosts, montierte Waffen, eine Art Schleudersitz, und vieles mehr. Außerdem kann sich die Wunderkarte bei Bedarf sogar in eine Art Panzer verwandeln und stärkere Gegner ordentlich wegholzen. Einen fahrbaren Untersatz kann Batman auch gut brauchen, schließlich ist die Spielwelt circa 5-mal größer als Arkham City. Arkham Knight sieht definitiv besser aus als Arkham Origins und hat sogar das Potenzial, das grandiose Arkham City vom Thron zu stoßen.